Hallo liebe Freunde, liebe Community, willkommen zu meiner allerersten Entschachtelung. Entschachtelung? Ja, Neudeutsch, Unboxing. Das hat nichts mit auf volles Pfund aufs Maul zu tun oder sowas. Nein, das sagt man, wenn man, ich glaube, viele wissen es, was es ist, wenn man was auspackt, also aus frisch verschlossenen Kartons. Und ich habe eine Lieferung bekommen und ihr werdet auch gleich sehen, was da drin ist. Und ich will schon mal vorweg den Grund nennen, warum. Denn, pssst, ja, das ist mein Rechner. Ich habe hier eine neue Cam hier installiert. Also die ist noch gar nicht so neu, aber das ist mein Camcorder. Den habe ich über HDMI laufen lassen. Das heißt also, ihr seht mich jetzt auch mit 60 Frames per Second. Ihr habt jetzt auch wahrscheinlich mitgekriegt, dass das Audio jetzt natürlich anders ist. Ich habe das Audio direkt jetzt von der Kamera hier genommen. Aber auch aus dem Grunde so nach dem Motto, damit ihr hören könnt, dass der Rechner, die Lüfter und so weiter und so fort, da doch ein bisschen noisy sind und auch sozusagen das Ganze ein bisschen irritieren. Aber kurzer Sinn, lange Sache oder wie das heißt, kommen wir zum Unboxing, liebe Freunde. Da werde ich mich mal ein bisschen hier daneben schieben. Da sieht man hier schon ganz oben drauf ein Kartönchen. Oh, Leute, das ist hier ein Paketchen, da packen wir mal aus, was wir hier drin haben. So, dann schalte ich mal jetzt auf die andere alte Webcam. Die habe ich nämlich ausgerichtet hier auf meinem Tisch. Ich bitte die Autofokus-Störer ein bisschen zu entschuldigen. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Okidoki, wir haben hier ein schönes Tapetenmesser. So. Zack. Hier nochmal an der Seite und dann auch hier nochmal an der Seite, nur nicht in die Finger schnipsen. Ich glaube, das war's dann. Ja, dann schauen wir mal, was wir drin haben. Ui, was blinzelt uns da an als erstes? Aha, okay. Irgendwas mit Emma. Oh, jetzt kommt Werbung. Will ich ja nicht machen. Ich will ja keine Werbung machen. Gut, auf jeden Fall ganz viel Bubble Trash. Ah ja, okay, kommen wir erstmal hier auf die Geräte. Wir wissen schon ganz genau, was das sind. Und zwar sind das hier Pure Wings 240 mm von einer Firma. Sei ruhig! Okay, ich mache keine Werbung übrigens. Das will ich nicht machen. Ich werde auch nicht gesponsert. Habe ich alles selber so gemacht. Und deswegen hat es gleich zwei dafür, für das nächste größere Paket, nicht wahr? Okay, dann legen wir die mal zur Seite. Dann haben wir hier, was ist das? Ach ja, Aktion, Angebote, Hello Fresh, nein. Weinfürst. Na, das ist doch schön, Weinfürst, 30 € Gutschein. Herrlich. Dann hier HelloFresh, sowas unterstütze ich nicht. Was ist das hier? Emma? Kenne ich auch nicht. Was soll denn Emma sein? Für Emma oder was? Dein Tag und nochmal Emma. Gut, okay. Ab ins Flacharchiv oder je nachdem. Den größten Teil kann ich wegschmeißen. Aber jetzt kommen wir hier zu unserem schönen Dark Rock Slim. Ich glaube, das war's jetzt hier. Ja, okay. Und tschüss. Dann kann man nämlich hier auch schön hier vom Tisch aus filmen. Und ich könnte ja eigentlich noch mal gucken. Hier bin ich nämlich wieder. Also ich kann hier hin und her switchen zwischen der Frontcam und hier meiner Tischcam. Das ist immer ganz gut. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Hier gibt es auch CPU, Be Quiet, Dark Rock, Schlimm. Dann machen wir das mal auf. So, das ist immer eine interessante Geschichte. So. Als erstes schalmeit uns da eine Bedienungsanleitung. Auf jeden Fall ist das etwas. Machen wir das mal anders.
Ah ja, ja, so eine Art Bedienungsanleitung, wie was zu tun ist. Nicht wahr? Dass man das, ja, wie man das montiert, ne? Das ist logisch. Ja. Ist übrigens für mich nicht das erste Mal, wie man sowas montiert. Kann man alles schön sehen. Aber darauf will ich jetzt erstmal nicht eingehen. Das wäre alles ein bisschen zu viel. Ich will ja nur die Produkte zeigen. Ich bin ja selber gespannt, was das hier alles gibt. So, was soll das noch sein? Ist das die Varanti? Ne, das ist noch Deutsch. Entsorgung. Ach so, fachgerecht Entsorgung. Darum geht das auch. Okay, dann weiter geht's. Dann was haben wir hier an der Seite? Das ist wahrscheinlich... Ja. Ach ja, was haben wir denn hier Leckeres? Genau, das sind die Festmachmethoden einmal für, und hier die Klammern, die Lüfterklammern, ganz wichtig. Da sind übrigens zwei Paar dabei. Das heißt also, wenn man hinterher noch einen draufballern möchte auf der anderen Seite, dann kann man hier Verwendung finden für das zweite Paar. Dann haben wir hier, ja natürlich, die große Schachtel bzw. Tüte für zwei verschiedene unterschiedliche Mainboards wegen der unterschiedlichen Sockels. Und wir brauchen Intel. Ne? Hier steht ja Intel drauf. Wir brauchen Intel. Das ist also sozusagen das Backplate für, den, für das Mainboard und natürlich hier noch die Abstandshülsen und Halter und so weiter und so weiter. AMD brauchen wir nicht. Und ganz wichtig, was wir noch brauchen. Ich zeige jetzt nicht, wie ich das hier montiere, liebe Leute. Ich will nur ein Unboxing machen. Also hier eine Entschachtelung. So, warum sind denn hier die Schrauben alle so daneben? Wahrscheinlich braucht es die auch noch. So, und dann, gut, ein Klecks, ach, das ist übrigens eine gute Wärmeleitpaste. Gut, okay, hat er jetzt nicht gezeigt. Also gut, okay, ihr wisst, was das ist. Okay, dann packe ich das wieder rein. Kommen wir mal zu dem Hauptdelinquenten. Delinquenten. So, das brauchen wir auf alle Fälle. So, den Hauptdelinquent ist natürlich dieses Gerät. Am besten, ich kipp das mal einfach mal auf den Kopf. Ja, okay. Aha. Sieht lustig aus. Im Karton ist nichts mehr. Sup, 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 sup. Boah. Oh. Schön. Ah ja. So, hier ist nämlich noch der Lüfter drin. Gucken wir uns das Teil mal an. Aha, stopp. Wo ist die Kamera? Ja, kann man nicht so gut. Aber das ist halt eben die schlanke Version von dem Dark Rock. Also von dem Be Quiet Dark Rock. Sieht auch schön verarbeitet aus. Und habe ich mir extra den schmalen genommen, weil ich möchte ganz gerne an die RAMs rankommen. Also an die RAM-Module. Ja, und ich lege das mal so hin. An die RAM-Module und möchte doch ganz gerne ein bisschen Platz haben dabei. Jetzt gucken wir uns hier mal auf den Fan an, also die Ventilation. So, ich puste mal drauf. Ja, läuft und vier Polen natürlich. Ja, wunderbar. Ja, das ist zufriedenstellend. Finde ich gut. Packen wir mal wieder rein und dann kommen wir mal zum nächsten Karton. Und jetzt kommt ein Karton. Das heißt Karton. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Natürlich hier die Dinger noch gar nicht aufgemacht. Aber da gibt es wahrscheinlich nicht großartig viel zu erkennen. Beziehungsweise hier sind die vier schneidenden, grobgewindigen Plastikschrauben. So, gucken wir mal. Okay. Ja, das sind die 140er. Die sind für das spätere
große Teil. Naja, ihr könnt es euch denken, Gehäuse. Logisch. Gut. Wunderbar. Na, dann braucht ihr den zweiten gar nicht auspacken, weil der wird nicht anders aussehen. Okay. Achtung, jetzt kommt ein Karton. So, das ist hier der Käse. Auch A von Sei still. Und zwar ein Base 600. Ohne Schnicki Schnacki, einfach ein ganz pures Gerät, aber dann halt eben mit einer Window drin hier, mit einer Glasgeschichte. Ja, dann gucken wir doch mal rein. Ach, wozu so ein Stuhl alles gut ist. Also auch wieder hier. Ratsche. Ratsche. Lässt sich das Ding wieder rausziehen? Nein, da bricht dann die Styloport kaputt. So. Ja, Unboxing. Mein erstes offizielles Unboxing. Ich glaube, ich drehe es auch einfach um. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, jetzt. Okay. Puh. Okay. Das ist die Rückseite. Wunderbar. Wow. Kriegt man gleich einen ganz roten Kopf. Gut, okay. Hier auch wieder ein USAS Manual. User's Manual. Hier ist die Front. Ja, gut, dass ich noch nicht gestaubsaugt habe. So, hier ist die Rückseite. Wunderbar. Okay, machen wir erstmal die Cup ab. Okay, ah ja, okay, dann ist das hier der Boden. Nee, der Deckel. Das ist, ah ja, okay. Das ist der Deckel. So, ach, weißt du was? Ich pack den erstmal schon mal hier hin. So, jetzt habe ich hier ein bisschen die Sicht versperrt. Ach, Moment. Hier, das sind die Füße. So, also das Fensterchen. So. Oh, schön. Ich mag ja matt schwarz. Herrlich, matt schwarz. So, mal das Ganze hier nochmal zeigen. Frontseite. So, dann hier Fensterseite. Und Rückseite, ja, mit Lüfter schon natürlich. Hier sind zwei Lüfter vorgebaut. Und zwar einmal hier drinne und da hinten. Und optional habe ich natürlich die beiden anderen Lüfter mitbestellt, die hier sind. Ne? Habe ich jetzt da mal hingelegt. Ja, liebe Freunde, das war jetzt hier die Entschachtelung des Gehäuses und der Lüfter respektive CPU Kühltower, so heißt das. Ja, genau, es gibt da diese Top-Lüfter und dann oder Top-Blower und das ist dann halt eben Tower-Blower oder so. Ja, danke, dass ihr mich beim Entschachteln Unboxing angeguckt habt. Gebt einen Daumen, verfolgt mich und den Rest seht ihr in der Videobeschreibung. Ne? Also immer schön lecker die Videobeschreibung sehen. Und jetzt gilt es, dass ich das Ding hier bestücke, aus meinem alten Gehäuse rausnehme. Und das ist irgendwie, das ist noch von an und dazu mal. Ja, okay. Oh, hier kann man drauf drücken. Also bis dann, tschüss.